So, jetzt müssen wir das mal gucken. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Siegestraße vielleicht? Wenn wir jetzt kämpfen, werden sowohl deine als auch meine Pokémon stärker. Wir profitieren also beide davon. Nicht schlecht, oder? Also dann auf in den Kampf! Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay, das Bescheuerte. Im Haus von Adam, nach Erhalt des National-Pokédex, das war noch zu Diamant und Perl. Platin. Ah, okay. Okay. Im Haus von Adam. Adam? Wer war Adam? Oder meinst du Urs? I'm not so sure. Wer war Adam nochmal? Sag es mir. Chaos. Adam und seine Ehefrau. Oh nö, jetzt komm nicht mit der Horta-Technik. Please don't do this. Ohne versucht Whirlpool zu lernen. Nö, machen wir mal nicht. Das ist doof. Mein Sichlor wird sich sehr spät zu Scherox weiterentwickeln. Ja, das ist echt doof. Ich muss wieder niesen. Entschuldigung. Wenn es immer noch so ist. Damn. Damn, son. Ja, genau, setz Kreideschrei ein. Genau. Ui, ich glaube, ich muss mal mein Pokémon wechseln. Ich würde ja Roselia reinbringen, aber da ist ein Pelipper. Nicht, dass es jetzt eine Flugattacke dann einsetzt. Lucario, lass mich jetzt bitte nicht allein. Oh, sehr gut, paralysiert. Sehr gut. Und Rückenwind lässt nach. Nein! Pfui! Böse! Böses Bougelin. Machen. Im nächsten Zug dürfte es down sein. Hoffentlich. Oh, Alter, dass Lucario den Kampf überlebt hat. Oh Gott, jetzt kommt noch.
Mogelbaum kommst. Ups. Das klatschen wir mit Nahkampf weg. Ich muss dringend mal die Pringles-Dose unter meinem Tisch wegräumen. Und tschüss, Mogelbaum. So, dürfen wir jetzt weitergehen. Das war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Wäre ich doch lieber... Ich kann nicht reden. Ich wäre lieber durch einen Sieg stärker geworden. Tja. Okay, da kommen wir direkt zu Team Galactic. Wir gehen erstmal hier hin. Was ist mit euch? Euch haben wir noch gar nicht platt gemacht, oder? Nö. Das Lucario ist ein... Jünger des legendären N-Smash XD. Vielleicht. Vielleicht. Ah, der Muskelkraftprotz hier und die sexy Kämpferin. Ja, dieses Lucario, das Lucario von Urs, das ist bei mir in die Schule gegangen. Schlag. Wunderbare Teamkombo wieder hier. Erstmal die Verteidigung stark senken und dann mit Pizza zack. Finish it. Säurepanzer? Nö, brauchen wir nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie frustrierend diese Niederlage ist. Und trotzdem lächelt sie wie ein kleiner Sonnenschein. Entschuldige, das war wohl etwas großmäulig von mir. Wenigstens entschuldigt er sich. So viel Anstand hat der Typ. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal hier lang und holen uns da oben noch schnell das Item und dann machen wir Team Galactic noch platt. Du findest einen Magnet. Der Magnet, mit dem ich die eisenhaltigen Witze von Chaos überprüfen kann. Und was haben wir hier? Eisentafel, geil. War ja klar, dass da irgendwas versteckt sein muss. Das sah schon so verdächtig aus. Auf der Rückseite der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Zwei schufen Materie, drei schufen den Geist. So gaben ihre Wünsche der Welt Form. Krass. Ich liebe ja diese eingravierten Schriften von den Tafeln. Die erzählen eine sehr interessante Geschichte. Machen das Ganze noch mysteriöser. So, und ich habe gehört, ihr wollt eins aufs Maul haben. Jetzt wird mir so einiges klar, dass die Pokémon hier so unruhig sind. Ist wohl auf eurem Mist gewachsen. Wie? Es schert mich einen feuchten Kehricht, welche Gründe ihr habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Alter, das ist deine Mine? Kein Wunder, dass du hier so fesch rumläufst. Wir sind von Team Galactic und wir schnappen uns alle Pokémon, die wir wollen. Stimmt doch, Partner, oder? Du bringst es auf den Punkt, Kumpel. Genauso machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon auf dieser verrosteten Eiseninsel. In Freud und Leid solltet ihr einander beistehen, so lautet die Devise. Nach diesem Vorsatz leben Trainer und Pokémon in der Sinnoh-Region. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass jemand wie ihr diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Kevin. Diesen Kampf müssen wir einfach gewinnen. Na, aber sowas von Urs. Machen wir platt. Sie werden sich wünschen, niemals hier die Eiseninsel betreten zu haben. Und dann mit Zubat und Charmion, come on. Wir kommen hier mit Lucario und Empoleon. Die rotzen mir gleich sowas von an die Wand. Hey Lucario, du hast mein Ziel geklaut. Oder wie würde Falco jetzt in Star Fox sagen? Ich hoffe, ich sage es richtig. Wie hat er gesagt? Such dir dein eigenes Ziel, Fox. So ungefähr. In dem Fall such dir dein eigenes Ziel, Lucario.
Watch for your own target, Fox. Ich mache eine Runde Fliege. Muss morgen früh raus. Alles klar, Red. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich glaube, so lange werde ich auch nicht mehr machen. Ich glaube, wir machen hier die Eiseninsel noch durch, klatschen noch die nächste Arena weg und dann beende ich den Stream. Wenn jetzt Wochenende wäre, dann würde ich noch länger machen, aber wir sind hier unter der Woche und da sind, würde ich mir überhaupt nicht mehr so viele Leute wach. Und besorg dir mal einen Trassler. Warum? Ist Trassler dein Lieblings-Pokémon? Chaos, manchmal würde ich dir gerne echt einfach nur stumpf eine knallen. So richtig mit der Handfläche, patsch! Dann ist das Eisen endgültig verschossen. Oh boy. Du machst mich fertig. Meine Güte, habt ihr es mal bald mit eurem Pokémon. Weil es mein Lieblings-Nicht-Psycho ist, also die Weiterentwicklung von Trassler. Mein Lieblings-Nicht-Psycho? Was? Du meinst Gardevoir. Gardevoir ist doch ein Psycho-Pokémon. Hä? Red, du verwirrst mich gerade. Yay, wir haben es geschafft. Ich könnte heulen, das ist so traurig. Das finde ich traurig. Was für ein starkes Team, unfassbar. Tja, vielleicht seid ihr auch einfach nur zu schwach. Aufhören, das reicht. Als Kombo seid ihr einfach eine Nummer zu groß für uns. Ihr beide und dazu noch eure Pokémon. Verschwinden, ihr Partner. Du bringst es wieder mal auf den Punkt, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactic überhaupt aussieht. Wie seid ihr dann bitte ins Team gekommen? What the fuck? Danke, du hast mir da gerade echt geholfen. Hör mal, ich hätte hier ein Pokémon-Ei. Magst du es an dich nehmen? Na, Logo, immer her damit. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das aus diesem Ei schlüpft, die Welt zeigst. Natürlich. Jirachi, du fliegst raus. Die gemeinsame Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Jetzt will ich meinem Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Na, ich auch. Ich auch, Urst. Du bist ein cooler Dude. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Aber das Item, das nehme ich noch mit. Alles mitnehmen, was geht. Oh, ein Leuchtstein. Leuchtstein, kann man damit nicht Roselia weiterentwickeln? Moment. Moment mal. Oder hatte ich schon Leuchtstein? Habe ich jetzt nur einen weiteren gefunden? Moment. Nö, hier, Leuchtstein.
Könnte ich bei Roselia anwenden, dann hätten wir ein Roserado. Werde ich aber noch nicht machen. Mein Lieblings-Psycho alias mein Lieblings-Nicht-Wasser-Pokémon. Okay. So, wir sind hier fertig. Möchtest du in See stechen? Ja, bitte. So, jetzt gucken wir, dass wir den Arena-Leiter hier noch schnell platt machen. Wie sieht es mit unserem Team aus? Ich würde mal behaupten, mit Staraptor, Manaphy und Empoleon sollten wir es einigermaßen hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Pokémon-Arena von Fleetburg, Arena-Leiter Adam. Der Mann mit Muskeln aus Stahl. Oha. Howdy, zukünftiger Champ. Der Arenaleiter hier setzt Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung, gegen die du mit halbherzigen Angriffen nichts ausrichten kannst. Stahl symbolisiert einen unbeugsamen Geist. Wer sich niemals geschlagen gibt, dem wird sich der Pfad zum Sieg offenbaren. Oh, wie poetisch. Alter Enrico! Schwarzgurt Enrico! Okay, war ja easy. Das war ja nix. Das ist ja nur ein Witz. Alter, Eiszahn, Donnerzahn, der packt hier die ganzen Elementklassen hier aus. Ich habe zwar nie aufgegeben, aber leider auch nie gewonnen. Ja, wenigstens gibst du nicht auf. Upsala. In einer Arena geht es nicht nur darum, die Stärke deiner Pokémon zu prüfen. Es ist so viel mehr als das. Du selbst, deine ganze Persönlichkeit wird auf die Probe gestellt. Ist ja gut, ist ja gut. Was, wie heißt der Typ? Arbeiter Jupp? Alter, sein Name bestätigt es. Synthese. Ja, komm, wir tauschen Synthese. Absorber gegen Synthese aus. Ist, glaube ich, dezent ein bisschen besser als Absorber. Diese Attacke war niederschmetternd. Ja, ich hab dich richtig gesmashed. Richtig zersmashed, den Jungen. Schutz mit. Ah, okay, ich hatte noch den Schutz. Gehen wir mal hier hin.